Hallo! Updates, mit anderen Worten die Aktualisierung vorhandener Programme, ist sehr wichtig, nicht nur um die neuesten Funktionen begutachten zu können, sondern auch für die Sicherheit. Deswegen sollte man jeden Tag nach neuen Updates Ausschau halten und sicherheitsbetreffende Pakete so bald wie nur möglich ins System einspielen. In der Konsole sind folgende Update-Kommandos bei Fedora anzutreffen. Ich klicke auf Anwendung. Zubehör, klicke auf Terminal, Auskunft darüber, ob es Updates gibt und welche Pakete dies betrifft, erhalte ich nach dem Befehl YUM, Leerzeichen, Check, Minus, Update, Enter. Um neue Versionen einzuspielen, brauche ich Administratorrechte. Ich tippe also ein SU, Enter, gebe das Admin-Passwort ein, Enter, Anweisung YUM, Leerzeichen, Update, Leerzeichen, Paketname, Enter, aktualisiert ein bestimmtes Paket. Alle verfügbaren Updates werden mit YUM, Leerzeichen, Update, Enter eingespielt, Kommando YUM Group Update Leerzeichen Programmgruppe Enter aktualisiert die vorgegebene Programmgruppe. Exit Enter, so werde ich meine Administratorrechte wieder los. Eine grafische Oberfläche für Updates ist unter Anwendung, Systemwerkzeuge, Software Updater angesiedelt. Ein Start ist auch durch den Konsolenbefehl PUP Enter realisierbar. Man gibt das Admin-Passwort ein. Okay. Und sieht alle verfügbaren Updates in einer Liste. Soll ein Update nicht eingespielt werden, nimmt man dort das Häkchen vorne weg. Anschließend benutzt man den Button Updates anwenden. Noch zu erwähnen wäre, dass normalerweise kürzlich nach dem Anmelden automatisch geprüft wird, ob Updates vorliegen. Wenn ja, erscheint rechts oben, das wäre das hier, eine Meldung, auf die man sofort reagieren kann. Soll es keine Meldung geben, klickt man auf System, Einstellungen, weitere Präferenzen und klickt auf Sitzung, geht zum Reiter Startprogramme, klickt auf PUPLET und benutzt anschließend den Button Deaktivieren und abschließend auf den Button Schließen. Das war's. Dann viel Spaß beim Ausprobieren. Ciao, bis zum nächsten Mal.